Hallo, schön, dass du da bist. Heute wollen wir uns mal angucken, wie man so einen Garten anlegt. Als erstes braucht ihr die Farmerin. Die Farmerin findet ihr, wir sind hier am Startpunkt. Und die Farmerin haben wir hier oben. Die Bäuerin. Okay, die Bäuerin. Genau. Also da findet ihr sie und könnt sie befreien. Das ist auch ziemlich schnell am Anfang eigentlich schon machbar. Was sie mitbringt am Anfang ist auf jeden Fall das Saatbeet. Das braucht ihr unbedingt, um eben Setzlinge herstellen zu können. Was sie auch mitbringt, ist der Farmboden. Später kommt dann die gedüngte Farmerde dazu. Das gucken wir uns jetzt alles in Ruhe an. Und was sie auch macht, sie bringt euch spezielle Rezepte mit, was ihr kochen könnt. Hier zum Beispiel für Heilung. Das sind aber auch viele dieser Sachen, die kommen später dann dazu. Jetzt haben wir hier noch, ja genau, die Vogelscheuche, die ist einfach nur Deko. Und dann bringt sie mit den Ofen. Das war am Anfang für mich sehr verwirrend, weil wir haben auch vom Schreiner verschiedene Öfen, die wir bekommen. Und ich habe immer gedacht, ich müsste damit kochen. Aber Fakt ist, sie hat dann irgendwann ihren eigenen Ofen. Und da drin können wir dann bestimmte Dinge auch kochen. Außerdem benötigt sie den Almanach der Pflanzen und Setzlinge. Den könnt ihr hier zwar auch bauen, aber eigentlich findet ihr ihn durch eine Quest, die euch die Bäuerin gibt. Das gleiche gilt eben auch für den Ofen und auch für die Imkerpfeife, mit der ihr dann Bienenstöcke aufstellen könnt. Also das erste ist mal hier dieses Saatbeet. Hier findet ihr im Laufe der Zeit, wenn ihr neue Pflanzen erntet, Rezepte für neues Saatgut. Und ich habe hier aktuell 21 Rezepte. Ich bin nicht sicher, ob das alle sind. Auf jeden Fall, ganz am Anfang habt ihr eventuell nur diese Buschsetzlinge, Büsche, die Äste braucht ihr ja insbesondere auch, wenn ihr mit Pfeil und Bogen spielen wollt. Was auch am Anfang vorhanden ist, ist hier der Pilzsetzling und im Laufe der Zeit kommen dann diese anderen Sachen dazu. Und ihr erhaltet die Rezepte, wenn ihr die einzelnen Früchte oder Pflanzen erntet. Ihr könnt euch auch Bäume aufsetzen, die ihr dann entsprechend ernten könnt, was natürlich auch super praktisch ist, ne? Dafür braucht ihr nur normalen Farmboden, Äste und Wasser. Und schon habt ihr hier eure eigenen Bäume aufgestellt und könnt sie entsprechend dann später abfarmen. Je nachdem, welches Rezept ihr macht, benötigt ihr unterschiedliche Dinge wiederum, um diese Sachen herzustellen. Was auffällig ist, zum Beispiel fossiler Knochenstaub wird sehr oft benutzt. Wasser wird natürlich sehr oft benutzt. Die spezielle Farmerde eben schon für die fortgeschrittene Pflanzenzucht. Das heißt, ihr wählt hier ein Rezept aus. Ich habe hier aktuell den Flachs ausgewählt und sage, er soll mir das herstellen. Dafür packe ich einfach normalen Flachs hier rein oder eine normale Paprika oder was auch immer. Und wenn ich dann das entsprechende Rezept ausgewählt habe und habe die Zutaten, also hier zum Beispiel die gedüngte Farmerde, den normalen Farmboden, Knochenmehl oder fossilen Knochenstaub, dann beginnt hier die Produktion. Wir nehmen uns diese hier jetzt gleich mal mit. Und genau, die Knochenmehlgeschichte und auch den fossilen Knochenstaub, das stellt ihr hierher in dem Mahlstein des Alchemisten. Du kannst im Grunde genommen auf jedem Boden eine Pflanze setzen. Also ich habe hier zum Beispiel auf ganz normalem Boden, wie wir ihn überall finden, die Pflanzen gesetzt und das funktioniert genauso. Das dauert dann halt etwas länger, bis so eine Pflanze blüht. Aber ich kann genauso hier pflanzen. Ich kann aber auch auf dem normalen Boden pflanzen. Das seht ihr hier. Oder ich habe jetzt hier hinten den speziellen Boden. Und pflanzen tue ich einfach, indem ich die einzelnen Pflanzen hier drauf setze. Die brauchen einen bestimmten Abstand. Das wird euch aber auch angezeigt, wann es passt. Und wenn es nicht passt und ihr setzt so eine Pflanze,
dann ja, verschwindet die Pflanze praktisch aus eurem Inventar. Also die ist dann, der Setzling ist dann weg. Auf diesem besseren Boden hier geht es etwas schneller. Das ist aber auch wirklich so der einzige Vorteil, den der verbesserte Farmboden tatsächlich hat. Ich brauche hier gerade ziemlich viel Flachs, weil ich bin dabei, mir eine bessere Rüstung zu machen. So. Weil ich es hier gerade sehe, was ihr auch braucht, ist viel Wasser natürlich. Also stellt euch ein oder mehrere Brunnen auf. Ich habe dir den einfachen Brunnen und da hinten habe ich den verbesserten Brunnen aufgebaut. Das Ernten geht genauso einfach. Ich nehme mir mal hier den Flachs. Wie gesagt, der ist gerade wichtig. Und einfach mit E ernte ich den Flachs ab und ich bekomme ein Flachs pro Pflanze raus. Also ich mache es immer so, wenn ich etwas geerntet habe, dann bringe ich so ein Viertel oder ein Drittel der Pflanzen hier ins Saatbeet. Jetzt haben wir hier nur 10, aber hier sind eh noch welche drin. Also ich teile das dann je nachdem und packe das hier rein, damit ich dann immer schon weiß, okay, ich kann hier wieder welche ziehen, dass mir das nicht ausgeht sozusagen. Ich brauche hier gerade den Leinen, mach mir mehr Leinen. Die Erde stellt ihr eben her bei der Bäuerin. Für den normalen Boden brauchen wir Erde und Knochenmehl. Sie holt sich das hier auch aus den Behältern und dann können wir das entsprechend herstellen. Für den verbesserten Farmboden benötigen wir schon sehr spezielle Dinge. Wir brauchen Sand. Kein Problem, bekommt man ja in der Wüste haufenweise. Wir brauchen fossilen Knochenstaub, das heißt, wir müssen eben diese fossilen Knochen in der Wüste ernten und wir brauchen Nitrat. So, fossiler Knochenstaub hatte ich ja schon gesagt, bekommt ihr hier aus dem Mahlstein und für das Nitrat brauchen wir wiederum Sand. Salz und Holzsäure und alchemistischen Grundstoff. So, alchemistischer Grundstoff wird hergestellt auch beim Alchemisten und zwar in der anderen Station. Also der Alchemist hat zwei so Stationen und hier kann ich wieder umschalten auf das Rezept, das ich gerne haben möchte, auswählen. Und ihr seht jetzt schon, da braucht man dann aus dem Miasma das Myzel, man braucht Wasser, man braucht Sporen und Miasmaflüssigkeit. Die Holzsäure bekommt ihr hier in dem Schmelzofen. Da können wir die Holzsäure herstellen, die wir dann wieder für die alchemistische Grundsubstanz benötigen. Und wenn wir Nitrat haben, was fehlt uns jetzt noch? Die gedüngte Farmerde, jetzt brauchen wir noch den Knochenstaub. So. Also es ist alles so ein bisschen miteinander verzahnt und voneinander abhängig, aber jetzt können wir eben hier die gedüngte Farmerde herstellen. Jetzt können wir hier den Hammer nehmen. Und mit dem Hammer können wir jetzt auswählen über Tab und dann die Alt-Taste. Ganz oben haben wir Elemente, die so ein grünes Landschaftssymbol haben bei 1-Meter-Elementen. Und ganz unten haben wir die allgemeinen Terrain-Elemente. Und hier könnt ihr euch auswählen, was ihr nehmen wollt. Ich nehme immer das flache Element und kann jetzt oben rechts sagen, okay, ich möchte Steuerung, ich möchte da die gedüngte Farmerde hier auslegen. So. Und dann wird das einfach aneinander gesetzt, wie normale Gebäudeteile auch.
Und was ich so ein bisschen als Trick gesehen habe, zeige ich euch hier mal. Ich lege mal hier so einen Block aus. So. Das ist jetzt nicht auf meinem Mist gewachsen, sage ich dazu. Aber vielleicht eine Option, wenn ihr mehr von dieser Erde erzeugen wollt, dann könnt ihr jetzt hier raus, dann könnt ihr mit der Hacke das Ganze einfach nach oben hin vergrößern. Also ihr macht aus einem Block dann, sage ich, eine ganze Menge Blöcke und könnt die dann wieder mit der Axt abbauen, mit der Spitzhacke abbauen. Und erhaltet so mehr gedüngte Farmerde. Ja, also das ist eine Möglichkeit, wie ihr aus einem Farmerdeblock ganz viele Farmerde machen könnt. Jetzt hatten wir, vorher hatten wir 30, jetzt haben wir 38, obwohl wir einen schon verbraucht haben, ja. Also das wäre eine Option. Man sieht hier, ich habe hier schon rumgespielt damit, wie wir das verdoppeln können, weil es ja doch recht aufwendig in der Herstellung ist. Also ich hatte genug Grundstoffe, ich habe das nur mal ausprobiert, aber für euch vielleicht eine gute Option. Ihr könnt aber auch ein bestehendes Gehöft wie dieses hier nehmen. Gibt es ja überall im Land und hier habt ihr schon den vorbereiteten Farmboden. Das scheint hier jetzt der einfache zu sein, aber dafür gibt es davon schon eine ganze Menge, was ihr benutzen könnt. Ja, das war schon alles zum Thema Farmen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr andere Fragen habt, dann schreibt es doch einfach in die Kommentare. Das würde mich freuen. Macht's gut, bis dann. Ciao.